Virales Problem, Scheißhauspapier-Challenge. IOC beschließt neuen Wettkampf für Olympische Spiele. Blasmusiker in Bayern werden nicht nur fauler, sondern auch genervter. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zum Tagesschau. Die Top-Themen des Tages. Bayern. Im Internet kursieren derzeit sogenannte Scheißhauspapier-Challenges in diversen Vereinen, bei denen es darum geht, möglichst sinnlose Kurzfilme zu drehen. Experten vermuten, dass die allgemeine Toilettenpapierknappheit der letzten Wochen maßgeblich durch diese Challenge verursacht wurde. Einer Studie des Blaskapelle Altenstadt Zoom Networks, kurz Batzen, fand heraus, dass die Zeit und Energie, welche gerade von Musikkapellen in diese Challenges gesteckt wird, bei den meisten ausreichen würde, um seinen Ansatz und grundlegende musikalische Fertigkeiten aufrechtzuerhalten. Deshalb möchten wir uns als Blaskapelle Altenstadt bei der Blaskapelle Markt Leder für die Nominierung bedanken, uns aber gleichzeitig von solch sinnbefreiten Challenges distanzieren, weil es ein Schmarrn ist. Sehen Sie dazu einen Bericht von unserem Auslandskorrespondenten Hansi Daxer. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns heute im Markt Leder. Wir wollen bei dieser Challenge absolut nicht mitmachen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir bringen der Blaskapelle Markt Leder hier und heute die zwei geforderten Kästen Bier vorbei. Offensichtlich war ich schon lange nicht mehr hier. Ich verstehe auch überhaupt nicht, überall Baustelle. Wo ist denn nun dieses Musikerheim? Liebe Lidra-Musiker, es ist wohl scheinbar keiner zu Hause. Dann bleiben mir und meinem Kamerateam, dem Schorschi, nichts anderes übrig, wie hier und jetzt euer Bier selbst zu trinken. Servus! Schweiz. Das Internationale Olympische Komitee IOC hat die neue olympische Disziplin Marschmusikmarathon vorgestellt. Diese neue Disziplin ist die 36. Sportart, welche bei Olympischen Spielen, bei Sommer- und Winterspielen im Programm aufgenommen wird. Musiker der ganzen Welt treten in größeren Gruppen an und müssen 45 Kilometer zu andauernd gespielter Musik marschieren. Die Karl-Teike-Anstalt gab eine Selbstwahlliste für Märsche heraus. Darunter befinden sich einfache Marschierklassiker wie Alte Kameradenmarsch oder Jubelklinge. Besonderes Augenmerk wird auf Dynamik und Zusammenspiel gelegt. Besonderheiten wie das Laufen in 5 Ringen werden allerdings erlaubt sein. Pausenmusiker werden umgehend disqualifiziert, weswegen sich die Blaskapelle Altenstadt aus dem Landkreis Weilheim-Schongau dazu entschlossen hat, am 45 Kilometer Marschmusikmarathon für 50 Kilometer zu spielen. Damit möchten die Musikerinnen und Musiker aus Altenstadt den Ruf der Pausenkapelle ein für alle Mal aus dem Weg räumen. Europa. Alle Musik- und Bierfeste fallen dieses Jahr aus. Nun laufen viele Musiker Gefahr, dadurch ihren jährlichen Durchschnittsbierverbrauch nicht erreichen zu können. Laut einer Studie des Bayerisch-Amtlichen Hopfen- und Malzinstituts trauern sage und schreibe 98% der Musikerinnen und Musiker ihren jährlichen Alkoholkonsum nicht erreichen zu können. Da alle dies 2021 nachholen wollen, befürchtet das Hopfen- und Malzinstitut schon jetzt Lieferengpässe im nächsten Jahr. Die Situation müsse unbedingt weiterhin genauestens beobachtet werden und analysiert werden, um in der Zeit danach keine Schwierigkeiten zu haben, so das Institut. Auf Nachfrage, um diesen Abwärtstrend entgegenzuwirken, gibt der Minister der Bayerischen Trinkkultur uns diesen Tipp. Hopfen und Malz, ab in den Hals. Bayern. Immer mehr Blasmusikanten berichten über stetig steigenden Phlegmatismus. So ist es momentan für Posaunisten nicht mehr möglich, das Haus oder die Wohnung zu verlassen, da das zu viel Aufwand bedeutet. Neben den gesellschaftlichen Einschränkungen nimmt auch die Bearbeitung von Online-Projekten, sogenannten Challenges, zu viel Zeit in Anspruch. So gaben mehr als 75% der Blasmusiker in Bayern an solchen Online-Präsenzspielen aus physischen oder psychischen Problemen nicht teilnehmen zu können. Weltweit liegt die Unlust sogar bei 95%.
Extremen Phlegmatikern wird dringend empfohlen, sich bei ihrem musikalischen Leiter oder Lehrer zu melden und sich Hilfe zu suchen. Oft können kleine Übeeinheiten am Tag über solch viralen Probleme wie Challenges helfen, diese zu vergessen, so die neue Bundesblasmusikministerin Zenta Theobald. Weiter fügte sie hinzu, die Zeit sei beim instrumentalen Selbststudium, also Üben, besser angelegt als bei kurzen Videobeiträgen. Live zugeschaltet zu einem Exklusivinterview ist jetzt der Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Altenstadt, Tobias Kalbitzer. Herr Kalbitzer, wie finden Sie die Idee hinter dieser Challenge? So ein Scheißdreck. Wie finden Sie Menschen, die solche Aufgaben in ihrem Alltag zusätzlich meistern können? Spinnen die eigentlich? Sind die eigentlich komplett bescheuert? Danke für Ihre Stellungnahme und noch einen schönen Tag. So bescheuert. Nun zur Wettervorhersage mit unserem Meteorologen Peter Hutterer. Wenn's Wetter so bleibt, wird's morgen wie heute. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war das Tagesschau. Im Anschluss sehen Sie hoffentlich keine Challenge mehr. Guten Abend.